Ja, ich bin da gerade echt ein bisschen ratlos, muss ich sagen, was hier diesen Äther angeht. Ich speichere jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz. Und jetzt gucke ich nochmal auf die Karte. Das muss doch bei irgendeinem Händler, muss es doch das geben. Beziehungsweise ich guck nochmal ins Rezept rein. Wo war Meditieren? Hier. So, Alchemie. Wie hieß das Ding? Manguste? Fulgur. Ist das das vielleicht? Brauchen wir vielleicht Fulgur noch irgendwie, dass da der Äther enthalten ist oder so? Mal einen Händler nochmal. Karte hier. So. Wie nah kommt man denn eigentlich ran? So. Wir sind hier außen. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal rein. Innen haben wir drei Händler. Die klappern wir jetzt nochmal ab und gucken, ob die Fulgur haben vielleicht. Beziehungsweise ich bin gerade... Was war denn das hier? Der Hund. Macht die Geräusche. Ist ja süß. War hier außen nicht auch ein Händler? Sorry, dass das gerade ein bisschen dauert, aber ja, hinter uns ist irgendwo ein Händler hier außen. Da hinten. Die klappern wir jetzt alle nochmal ab und schauen, ob es Fulgur vielleicht gibt, ob der uns weiterhilft. Das wäre doch durchaus... Halt, hier gibt's auch Kräuter. Aha. Das war das Schillkraut. Ja, wir betreten. So. Wer bist du denn? Waren wir bei der schon mal überhaupt? Mein Medaillon vibriert in deiner Nähe. Das tut es nur bei Gefahr und wenn Magie im Spiel ist. Oh, okay. Vielleicht warnt es dich vor der Backpfeife, die du kriegst, wenn du mich anmachst. Tja, es geht mich wohl nichts an. Hör zu. Auch wenn die Leute reden, ich wäre eine Hexe, habe ich mit Magie nichts am Hut. Du siehst nicht aus wie jemand, der einen Zauber oder Fluch braucht. Dich treibt entweder die Abenteuerlust hierher, oder du bist ein Hexenjäger. In beiden Fällen... Ich habe weder vor, dich zu verraten, noch habe ich den Wunsch, dich nackt vor Veiopatis Altar tanzen zu sehen. Frechheit! Ich möchte Kräuter kaufen. Kräuter? Für den Eigenbedarf. Natürlich für den Eigenbedarf. Gucken wir mal. Kartoffel... Oh, enthält Äther. Kartoffelbovist enthält Äther, okay. Ich gucke das jetzt mal trotzdem noch durch. Schollenkraut enthält Rebis. Enthält K. Aha, okay. Dann brauchen wir den Kartoffelbovisten. Dann kaufen wir doch einfach mal einen. Einer müsste ja reichen, ne? Haben wir gekauft jetzt? Haben wir den jetzt irgendwie? Ich weiß es. Ja, Kartoffelbovist. Zwei Stück haben wir jetzt sogar. Okay, ist ja auch in Ordnung. So, können wir dir auch noch ein bisschen Sachen klauen? Da hinten. Zack, 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 zack. Alles mitgenommen. Und raus hier, bevor sie was bemerkt. So. Oh, hier ist auch noch ein bisschen was. Schnieker, Kram, Balliser, Schillkraut. Okay, dann können wir jetzt mal nochmal probieren. Das wäre zu geil. Wenn das hier das Rätsel des Rätsels Lösung ist, so. So, Manguste. Nein. Ernsthaft. Das muss man natürlich wissen. So. Schattenbeinwurz. Hervorragend. Oder kämpf mit Sheila. Ach so, finde Schatten. Ja, haben wir doch. Okay, ganz kurz mal die Quest checken. Kairan. Ach du Schande, steht da viel. Ja, wie kann ich denn da hin und her scrollen? Ach so, mit dem. Okay. Geralt, ganz Monsterjäger, sah nach, was passiert war.
Tatsächlich, das Opfer des Monsters lag auf der Mole und eine Gruppe von Gaffern kommentierte die ganze Situation. Unter den Anwesenden befand sich die Zauberin Sheila de Tankerville. Geralt kam mit ihr ins Gespräch und sie schlug vor, der Bestie gemeinsam nachzustellen. Zuerst musste man herausfinden, mit was für einem Monster man es zu tun hatte. Der Elf Cedric wusste am meisten über das wilde Umland. Cedric lebte in Bindegan, einem Dorf unweit von Flotsam. Er wurde von den Dörflern bezahlt, die Bestien des Waldes von ihren Häusern fernzuhalten. Und so hockte er meist auf Hochsitzen und beobachtete das Unterholz. Der Hexer fand den Elf und befragte ihn über das Monster. Cedric berichtete, die Bestie sei von giftigem Schleim überzogen und die Berührung der Tentakel könne jeden noch so starken Mann töten. Geralt beschloss, ein Gegengift herzustellen, doch dazu brauchte er eine Probe des Schleims. Er machte sich auf zum Schlupfwinkel der Bestie und traf unterwegs Triss, die sich ihm anschloss. Im Lager des Kairans stellte sich heraus, dass der Monsterschleim enorm giftig war. Von seiner Begleiterin hatte Geralt zwar ein Rezept für ein immunisierendes Elixier erhalten, doch für diese Mixtur brauchte er Schattenbeinwurz. Von diesem Kraut werde ich an anderer Stelle erzählen. Hier erfahren meine geschätzten Leser, wie sich die Jagd auf den Kairan entwickelte. Okay. Ja, dann die ist aktiviert. Und dann würde ich mal spontan vorschlagen, sammeln wir hier mal noch Kräuter ein. Und dann machen wir uns auf den Weg Richtung Kairan, oder? So, du verrätst niemanden mehr, du Elfenschlampe. Hey, wie rätst du hier mit der... Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Dann wird Kommandant Loredo es dir erläutern. Da greifen wir ein, oder? Recht. Da greifen wir. Was ist hier los? Diese Schlampe spioniert für die Skoyatel. Habt ihr Beweise? Was geht's dich an? Immer langsam. Also, sie ist ständig bei der Garnison und umgarnt die Männer. Rodrigo meint, er hätte sie flachgelegt. Wer's glaubt? Hab ich aber! Und das sind eure Beweise? Zwei Soldaten werden vermisst. Beide wurden zuletzt mit ihr gesehen. Wir haben nur gesprochen. Sie gingen dann zu den Höhlen. Das ist alles, was ich weiß. Die Metze lügt. Sie hat sie doch in irgendeine Falle gelockt. Wieso untersucht ihr die Höhlen denn nicht? Na, da treibt sich so viel Dreckszeug rum. Schisse. Dann übernehme ich das. Und ihr bezahlt mich dafür. Wartet am Kai auf mich. Wir haben mittlerweile so viele Nebenquests am Start. Aber wir machen jetzt trotzdem erstmal hier den Kairan startklar. Würde ich vorschlagen. Ist das jetzt die richtige Quest, die aktiv ist? Oder hat er die andere aktiviert? Nee, Kairan passt. Und die, wir haben da echt ganz schön viele noch. Mann, Mann, Mann. Und die ist nicht abgeschlossen, oder wie? Oder was? Eine Frage des Preises. Auftrag Necker, Malena. Wachsoldaten. Ah ja, okay, das ist dann die Quest. Okay, wir machen jetzt erstmal die Quest hier weiter. Dass wir da auch mal vorankommen. Hier komme ich... Komme ich hier raus oder komme ich hier rein? Schauen wir mal. Ich komme hier raus. Sehr schön. Okay. So, wir müssen vermutlich hier rein. Und jetzt müssen wir mit wem labern? Hier? Mit ihmchen hier? Oder hier hinten? Nee. Dann ist es wohl ihmchen. Nee, möchte ich aber nicht. Verpiss dich! Halt die Schnauze, Alter. Oder, ich glaube, das ist eins oben drüber. Hier Sheila, ne? Sheila war doch eins oben drüber. Oh, jetzt sind wir raus, jetzt müssen wir wieder rein. Und ja, das ist klar. Ja, ja, ja. Hier. Da ist die Tür. Wir müssen da in die obere Etage. Und die Treppe ist da hinten. Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Habt ihr das gesehen? So. Was essen Hexe eigentlich? Die Pilze? Hallöchen, Käthe. Lobe die Göttin.
Aber hallo, wen sonst? Wieso soll er keine Kartoffeln essen? Ja. Nein, öffnen. Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus. So, dann schauen wir mal. Was sind das für Fortschritte? Ja. Gucken wir mal, was die so weiß. Hast du herausgefunden, woher der Kairan stammt? Das habe ich nicht versucht. Dann weißt du, dass ihn ein Zauberer... Ach, das hat man doch schon. Woher war... Ich war... Ja, das hat man schon. Okay. Ich habe alles, was ich brauche. Gehen wir. Großartig. Dann los. Auf. Bereit? Bilde ich mir das ein oder hast du dich angemalt? Jeder hat so seine Rituale. Ich fürchte, Kairane sind farbenblind. Schluss damit, Geralt. Wird Zeit, dass wir das Ungeheuer aus dem Wasser holen. In der Tat. Hast du irgendein Ass im Ärmel? Habe ich immer. Lass dich nicht auffressen, dann sind wir bald Helden. Dein Wort im Ohr der Götter. Mhm. Geh du runter. Ich bleibe auf der Brücke und locke ihn aufs Trockene. Genau, ich speichere aber trotzdem mal. So, jetzt sind wir hier. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was sollen wir machen? Geh du runter. Ich bleibe auf der Brücke und locke ihn. Genau, habe ich doch richtig gehört. Ich kann mal noch kurz gucken, ob wir hier oben vielleicht noch zwei, drei Sachen irgendwie. Nö. Okay. Dann springen wir und hier lang. Wir dürfen auf jeden Fall nicht vergessen, unser Zeug einzunehmen vorher. Und hier runter. Und natürlich hier runter. Oh. Das war jetzt vielleicht uncool. Weil ich möchte ja schon eigentlich noch das Zeug hier einnehmen, ne? Oh. Da kommt gleich jemand. Jo. Oh oh. Ich gehe mal davon aus, wir werden das erstmal nicht überleben. Ich habe ja noch nicht mal irgendwie auch nur annähernd einen Trank eingenommen. Oh. Ja. Das ging schnell. Dam dam dam. Gott sei Dank habe ich vorher noch gespeichert. Ich dachte nämlich, wir könnten vielleicht noch eine Stufe niedriger gehen, bevor es losgeht. Naja, jetzt sind wir schlauer. Jetzt nehmen wir die Tränke gleich dann. Nein! Okay, ich muss das anders machen. Spiel laden. Der hier war das, glaube ich. Das ist unten, dann ist es der hier. Ja, geh du runter, sagt sie. So, ich gehe jetzt hier einmal runter. Zack. Und dann einmal hier rum. Und dann können wir halt hier lang. Noch einmal runter. Und jetzt wird mal noch eine Sekunde lang meditiert. Oh, hier können wir noch Kräuter sammeln, das ist gut. Dann gucken wir mal, Tränke einnehmen. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall die Manguste. Dann, was haben wir noch? Kiebitz ist ganz gut. Und vielleicht die Schwalbe noch. Können wir nehmen. Jo, eingepackt. Schützt dann einen deinen Schädel. Jawohl. Genau, knack, knack. Und jetzt würde ich gerne noch bei uns im Inventar
einmal diesen Schleifstein-Ding da. Wo ist der denn? Da haben wir doch noch welche dabei, ne? Oder haben wir den in die Kiste gelegt? Ne, der müsste noch irgendwo da drin sein, glaube ich. Die Frage ist nur, wo ist er? Wir haben so viel Gerümpel dabei. Müssen wir echt mal verkaufen. Da ist er. Jawohl, einmal Schleifstein. Läuft. Und jetzt können wir nochmal durchstarten. Einmal runter. Und jetzt geht's gleich los. Jo. Dann gucken wir uns das nochmal an. Jetzt brauchen wir dann wahrscheinlich volle Konzentration. Und ich glaube, wir wechseln bei der Rune auch mal auf Quen vielleicht. Vielleicht nicht schlecht. Oder wir machen Irden. Ich weiß noch nicht, wie der agiert. Das gucken wir uns jetzt mal an, wie der agiert. Und was dann passieren wird. Und dann entscheiden wir. Ich werde jetzt als erstes mal Quen nutzen. Dass wir ein bisschen vielleicht mehr aushalten. So, da kommt er, unser Freund. Ein hässliches Vieh. Alter Schwede. Voll Teufel, du bist hässlich. Du stinkst aus dem Maul. So. Und. Au. Ach komm schon, ernsthaft jetzt? Ein Schlag und wir sind tot? Das ist nicht dein Ernst. Also, das wird eine heftige Nummer, glaube ich. So, kann man das abbrechen? Ja, können wir. Okay, das heißt, immer schön in Bewegung bleiben, vermutlich dann. Und das hier sieht so aus, als müsste... Ah, das kann doch nicht sein. Alter, hier... Mann! Ich möchte den aktuellen Spielstand laden. Ich muss mich da jetzt erstmal ein wenig zurechtfinden. Das wird eine harte Nummer, glaube ich. Überspringen. So, wie agiert der? Jetzt hat er die Tentakel geschmissen. Jetzt schmeißt er die hier. Okay. Und er steht also auch unter Strom. Okay. Verstehe. Also zu nah ran dürfen wir auch nicht. Auf ein neues. Komm, den werden wir doch hinkriegen hier. Okay, also wir sollten Irden nehmen scheinbar. Oh. Ja. Wo ist Irden? Da ist Irden. Hallo? Komm doch und fang ihn selber mit dem Irden. Schauen wir mal, was passiert. Ja, und dann? Hänge ich jetzt schon. Achso, wir hängen hier in dem Schleim da hinten fest. Okay. Das ist ärgerlich. Ja, okay, und dann. Genial. Okay. Wir müssen also die Tentakeln. Oh.
Verdammt. Okay, aber so langsam kriege ich, glaube ich, den Bogen raus, wie es läuft. Wir müssen die Tentakel mit Irten festnageln und dann drauf rumprügeln. Okay. Dann machen wir das doch mal. Blöd nur, dass wir jetzt jedes Mal aufs neue Irten auswechseln müssen. Okay. Komm doch und fang ihn selber mit dem Irden. Alter, das ist gar nicht mal so easy going hier. Na toll. Aber er hängt fest. Na super. War mal ein Tick zu langsam. So unser erster geiler Endboss. Großartig, großartig, großartig. Jo, überspringen bitte. Okay, Irrten, so. Hier, diese schleimige Nummer hier immer. Komm. Es ist echt schwierig, da hier die Kontrollen zu behalten. Okay, und jetzt hat er zugeschlagen, okay. Komm. Okay, einmal. Einmal sind wir durch. So. Dann kommen. Au. Shit. Ich möchte ehrlich gesagt nicht unter so einer Tentakel hier, ne? Da weißt du, bist du Pfannkuchen so. Ein bisschen. So, komm. So, jetzt wird er gleich wieder kotzen wahrscheinlich, genau. Vielleicht kommen wir das mal davon. Ja, haben wir geschafft. Dann gibt es jetzt hier mal... Jetzt schlägt er. Dann haben wir ihn. Ich bin zu alt für sowas. So. Und durch das Ding. So, und jetzt wieder weg. Ja. Heide Witzke halt. So, jetzt holt er wieder die Felsbrocken runter. Oh, das war knapp. Okay. Jetzt kotzt er, glaube ich, gleich wieder. Nee. Oh, oh. Ah, nein! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So, Irden, komm. Und in die Richtung. So, jetzt wird er gleich kotzen. Schauen wir mal, ob wir davon kommen vielleicht. Das wäre total cool. Nein, ich war wieder zu langsam. Die er macht, die sind auch lustig. Okay, er kotzt. Schade. Ich dachte, er holt wieder aus. Dann holt er jetzt aus.
Achtung. Ja, und weg. Okay. Ich glaube, wir bewegen uns jetzt immer so rum, bis er kotzt. Versuchen natürlich nicht vom Kotzen erwischt zu werden. Und immer in der Kotzpause. Immer in der Kotzpause werde ich versuchen, das zu timen. Beziehungsweise vielleicht auch jetzt schon. Gucken wir mal. Jetzt. Aber knapp daneben. Okay. Da. Jetzt. Und jetzt. Und jetzt kotzt er, genau. So, dann machen wir jetzt hier den da. Dann beobachten wir das Ganze jetzt. Jetzt holt er aus und jetzt bewege ich mich. Und dann hängt er fest und wir schlagen rein. Hopp, komm. So. Und jetzt wieder in Ballung kommen. Komm, komm, komm. Da aus dem Spuggelbereich müssen wir auch auf jeden Fall raus. So, dann holt er wieder ein paar Steine runter scheinbar. Okay. Okay, jetzt kotzt er wieder. Hoffentlich klebt man nicht fest. Okay, passt. So, dann machen wir den hier. Jetzt holt er aus. Warum klebt er da nicht fest? Verstehe ich nicht. Mann. Oh, scheiße. Sorry. Oh, Mann. So ein Schiedkram. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich eine ganz gute Taktik. Immer wenn er gekotzt hat. Na toll. War mir zu langsam. Immer wenn er gekotzt hat, dann die Falle legen. Und dann, ja, wenn er ausholt, wegspringen. Und dann wieder weiter, bis er wieder gekotzt hat und so weiter. Es kann sich nur um Stunden handeln. Oh, ich sollte vielleicht mal ganz kurz weggehen. Dann brauchen wir Irden. Können wir gleich mal eins legen. Und. Ja gut, das haben wir vergammelt. Schade. Jetzt fängt er das Kotzen an. Genau, dann gibt es jetzt hier ein Irden. Jetzt haben wir mit Irden. So, mal ein paar Mal reindreschen hier. Schön wegschreddern. Und komm, 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 go, go, go. Du schaffst es. Und aus der Bar. Dass wir definitiv nicht in dieses Spucke-Ding da reinkommen. So, jetzt holt er wieder Steine runter. Und bohren sich auf. Dann gibt es einmal Irden. Okay, da waren wir jetzt. Leider haben wir den vergammelt ein bisschen. So, immer schön in Bewegung bleiben. Jetzt kommt der Kleine. Jetzt kommt das Kotzen. Genau, dann gibt's jetzt. Na, komm, komm, komm. Und weg. Sehr schön. Einmetzeln. Jawohl. Und nochmal. So, jetzt müssen wir wieder weg. Immer aufpassen, dass er uns nicht erwischt. So, jetzt holt er wieder Steine runter. Einen großen Felsbrocken, genau. Und jetzt tänzeln wir wieder ein bisschen hin und her, bis er wieder kotzt.
Und ich würde vorschlagen, wir nehmen uns da jetzt eine Tentakel nach der anderen vor. Na, kotzt doch endlich. Jetzt kotzt er, genau. Dann gibt's jetzt hier Backenfett. Jetzt hat er angesetzt und jetzt schlägt er rein. Aber das Ding, das fängt ihn nicht. Warum nicht? Was ist denn da los jetzt? Nein. Jo, jetzt nicht. Ich hätte schon fast Irrten ausgelöst, während er zum Schlag ausholt. Das wäre uncool. So, weg. Ach, scheiße. Ja, dann sind wir wieder verklebt. Ich glaube, wir müssen nur die äußeren Tentakel mal in der Mitte. Die haben keinen so einen roten Stuff, ne? Dann kümmern wir uns jetzt mal um die hier. Okay. Dann hier. Das war knapp. Ah, okay, die mittleren zwei. Die haben nichts Rotes dran. Das heißt, die müssen wir wahrscheinlich nicht abhacken. Aber wie kriegt man dann damit kaputt? Vielleicht erschlägt er sich ja irgendwann mit so Steinen selber, wenn er ständig wütend ist und das immer runterschmeißt. Das könnte natürlich sein. Gut, dann machen wir das jetzt so. Wir nehmen ihm die linken beiden Tentakeln ab und dann nehmen wir ihm die rechten beiden Tentakeln ab. Und dann gucken wir, was passiert. So, einmal zugeschlagen, dann auf Irden gewechselt. Genau. Einmal springen. Dann einmal kurz Irden einsetzen. Dann holt er aus. Dann ist er gefangen. Dann hacken wir ihn hier mal übelst ab. So, komm. Und fatz. Jetzt muss ich schnell weg, weil jetzt fängt er wieder an zu spucken. Jetzt haut er die Steine runter. Zumindest du hast ein paar Felsbrocken. Okay. So. Oh, das war auch knapp. Aber es hat geklappt. Oh. Alter Schwede. Der Typ ist echt uncool. So, und weg damit. Komm. Und in der Zeit ist es auch gut, weil da heilen wir wieder ein bisschen. Würde ich meinen, spielt eigentlich keine Rolle, weil ein Schlag und wir sind eigentlich tot. Also, das ist ja schon hier fest auf der Tagesordnung. Und jetzt müssen wir Seite wechseln. Jetzt haut er wieder einen Brocken runter. Und dann schauen wir, dass wir weiterkommen. So, jetzt kotzt er. Genau, das ist perfekt. Dann haben wir den. Jetzt holt er aus. Jetzt springe ich weg. Dann hängt der drin. Dann können wir hin und gib ihm, Baby. Geralt, hau ihn zusammen. Komm schon. Schätzelein. Hervorragend. So, jetzt ist er wieder wütend wahrscheinlich. Wow. Okay. Vorsichtig. So, jetzt. Was passiert jetzt? Jetzt geht das Spiel wieder von vorne los. Nein!
so kurz davor. Vielleicht sollten wir erstmal die rechte Seite und dann die linke, weil ich glaube, auf der linken tue ich mich ein bisschen leichter. Probieren wir mal. Fangen wir mal auf der anderen Seite an. So, jetzt wieder ein bisschen den Blick nach oben richten. Genau, kotzt du. Kotzt du, kotzt du. Und jetzt holt er aus. Und Rinder, komm. Das Problem ist, dass die Perspektive hier echt stellenweise schwierig ist. So. Er holt aus. Jetzt. Gut. So, jetzt einmal gucken. Er holt aus und weg. So, dann haben wir den Arm auch. Oh, dann schlägt er mit dem anderen nochmal zu. Doch reine Willkür hier. Na gut. Ich hoffe, ihr gebt mir noch eine Chance. So, jetzt hüpf, mein Gutster, hüpf. Dann einmal hier wechseln. Genau. Erden! Fang ihn mit dem Erden! Komm doch und ja. Fang ihn selber mit dem Erden! Oh, Daumen, ja. Glück gehabt, dass er reingegangen ist mit der Tentakel. Da hat er uns glatt mal erwischt hier. Weiter. Nein! Ja, da war ja noch was. Ja, falsche Tentakel. Komm doch und fang ihn selber mit dem Erden. Ja, er fängt uns mit seinem Erden auf jeden Fall. Komm, 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 komm. Komm in Bewegung. Oh. Ist, dass man die Kamera kaum mit dem Daumen bedienen kann, weil man die ganze Zeit mit dem Daumen am Rumspringen ist auch. Das macht es nochmal zusätzlich kompliziert. So. Würde denn... Oh, warum macht er denn nicht? Komm, steh auf. Ja, hat er uns wieder erwischt. Hat er uns eine Backpfeife gegeben hier.
Ich würde ihm halt gerne mal die beiden Rechten hier abnehmen. Weil die nerven mich am meisten irgendwie. Weil wir, wenn wir sterben, dann sterben wir meistens durch einen dieser rechten Kackdinger hier. Alter. Der ist aber auch so träge stellenweise. Das ist unglaublich. Ja, und da hat er uns schon wieder. Mann, Mann, Mann. So, und jetzt kommen wir in die Puschen hier. Komm. Einmal weiter, dann hier. Hallo? Warum hast du Igni? Hab ich mich verdrückt wahrscheinlich. Alter! Komm, steh auf, steh auf, steh auf! Komm doch und fang ihn selber mit dem Erden! Oh Mann! Ja, das ist das, ab dem Moment, wo wir auf ihn einschlagen, wehrt er sich nicht. Aber sobald wir zu lang brauchen, um hinzukommen, schlägt er nochmal zu. Das Problem ist nur, wenn wir am Boden liegen, ist er so unglaublich träge, bis er wieder aufsteht. Was ja auch normal ist. Jeder andere wäre sofort tot, ne, eigentlich. Aber das macht's halt echt. Das, ja, das sind so die Probleme, die ich hier... Das geht hier nicht. Ja, ist klar. Ich habe mich auch verdrückt. Jetzt... KV, Alter, KV. Nein! Also eins verspreche ich euch, wenn ich den erledigt habe, dann brauche ich eine Aufnahmepause. Das kostet Nerven gerade. Ich meine, es ist eine absolute Herausforderung, es macht auch Spaß ohne Ende, aber... ja, den hier. So, dann einmal einsetzen bitte. Und beobachten. Und da holt er aus. Leider mit der falschen Tentakel. Komm, steh auf. So, jetzt kotzt er wieder. Das heißt, wir können die Chance nutzen. Und er holt aus. Kommt weg. Und hin und gib ihm. So, einmal. Das war jetzt Nummer Uno. Der hier. Genau. Jetzt schlägt er mit dem. Jetzt pack mal irre den aus. Das war wahrscheinlich falsches Timing. Und da hat er uns wieder. Schlägt er dann immer mit dem Falschen zu. Das stört mich. Komm doch und fang ihn selber mit dem Erden. Da hatten wir jetzt gerade noch mal richtig schön Dusel. Na komm, 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 weg. Scheiße.
war leicht zu verzögert. Das auch, aber egal. Bevor wir drauf gehen, die Zeit nehmen wir uns. Hui. Komm, kannst du jetzt nicht mal hier... Alter. Komm, steh auf. Steh auf, Kollege. Na. Oh. Och, Geralt. Was bist du denn für ein Hexer? Das muss einmal Hexex machen und dann muss der weg sein. Oh, unglaublich.